kann losgehen, ja? Mein Name ist Werner Mutz. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Kind in Ghana, das wir unterstützen von Sunbeam e.V. Dieses Kind heißt Abo Peace und das habe ich dieses Jahr dann persönlich kennengelernt, weil ich zu Ostern mit Frau Carola Slani, die erste Vorsitzende des Vereins Sunbeam e.V. in Ghana war. Ich konnte mich überzeugen, dass 100% der Spendengelder, die Frau Slani persönlich mitnimmt, dort ankommt und dass sie nicht nur das Bankkonto von Ghana e.V. auf ihre Kosten führt, sondern natürlich auch den Flug jetzt nach Ghana von ihrem Geld bezahlt. Es kommt, wird nichts aus den Vereinsgeldern genommen. Und das finde ich so toll, dass diese Frau sich derart engagiert. Ne? So, und jetzt war ich also 14 Tage in Ghana. Wir sind in Accra angekommen, wurden dort von der Mother Dodo abgeholt. Mother Dodo ist eine Frau, die dort ein, ja, wie soll man sagen, kleines Restaurant und einen kleinen Gemischtwarenladen betreibt, hat auch eine große Familie. Und vor 17 Jahren etwa hat Frau Carola Slani diese Mother Dodo kennengelernt und die sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, wir müssen den Kindern helfen, die Bildung fehlt hier und dass irgendwie das in dem Land auch weitergeht. Und das passiert ja nur durch Bildung. Und also jedenfalls, Mother Dodo hat uns abgeholt. Wir sind dann anderthalb Stunden von Accra, sind wir dann gefahren nach Kokrobiti. Das liegt auch am Meer, eben wie gesagt, so anderthalb Stunden entfernt, ein kleiner Ort. Und dort ist ja die Sunbeam-Schule. So, am nächsten Morgen schon sind wir dann zu dieser Schule gefahren, haben uns mit dem Rektor und der Konrektorin zusammengesetzt. Es waren noch ein, zwei andere Lehrer bei. Und dann sind alle Listen durchgegangen, die also Sunbeam e.V. betreffen. Die Schule hat 200 Schüler, das ist eine private Schule, die 200 Schüler, 22 Lehrer, 60 Schüler werden von Sunbeam e.V. gesponsert hier aus Deutschland. Wir haben also ungefähr 3-4 Tage alles kontrolliert. Frau Slani hatte auch ein ganz tolles System. Sie kennt, dadurch, dass sie ja 17 Jahre hinfährt, kennt sie ja viele, viele Menschen im Ort persönlich. Und die tragen ihr ja alle möglichen Sachen zu. Also sollte jetzt irgendein Kind benachteiligt werden oder bekommt nicht das Essen oder weiß ich was. Das weiß sie alles. Also ich finde, das ist ein ausgeklügeltes System, was sie da hat. Und nachdem wir tagelang Aufnahmen gemacht haben von den Neuzugängen, von den vorhandenen Schülern nochmal für die Sponsoren in Deutschland und alles geklärt wurde, auch die Neuaufnahmen. Da ist wieder diese Mother Dodo vor Ort, die kennt die Ärmsten oder alle im Dorf und weiß also genau, wer kann da auf die Schule gehen, wer ist da würdig dafür, wer hat auch nicht das Geld. Also da keine Muscheleien kommen und die bespricht es mit dem Direktor und der Konrektorin. Das letzte Wort hat natürlich Frau Slani. Und dann werden eben neue Schüler oder Schülerinnen aufgenommen. Und nachdem dieses alles tagelang überprüft wurde, wurde dann das Geld dem Rektor und der Konrektorin übergeben, das für das nächste Jahr
ausreichen muss für diese Schüler. Und von diesem Geld, sehr bezogen auf den Schüler oder die Schülerin natürlich, von diesem Geld muss er nun alles, was da ist, die Lehrer bezahlen, die das Essen, Mittagessen, die Gebäude. Also davon wird wirklich alles bezahlt. Sie bezahlt aus eigener Tasche hier in Deutschland das Geld zum Beispiel für die Bank. Sie fährt einmal im Jahr hin zu Ostern, wo ich diesmal bei sein durfte, um das alles zu kontrollieren, nimmt das Geld bar mit, das also nicht durch Umtausch und so weiter Geld wieder verloren geht, sondern da kann ich mit Ruhe mir Wissen sagen, hier kommen 100% an. Und das war der Grund, warum ich mich dafür einsetze und weiter einsetzen werde. Und würde jetzt noch bitten, alle, die sich dieses Video dann mal ansehen, wenn sie die Möglichkeit haben, jeder noch so kleine Betrag hilft uns weiter. Danke.